Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Attack of the B-Team. Und man wird merken, ich habe meine Playlist wieder hervorgeholt, beziehungsweise so ein bisschen was von der alten wieder hier in die neue Playlist reingemischt. Ich bin so froh, dass ich das endlich mal gemacht habe, damit hier endlich mal wieder ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt. Ja, es ist jetzt bestimmt eine Woche her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Oh, ich muss ja hier den Schlüssel nehmen. Da war es ja kurz vor der IFA. Da werde ich auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir hier weiterverfahren. Und dann, das Gute ist, ich habe heute sehr viel Gesprächsstoff für euch dabei. Das heißt, wir können da ohne Probleme mit anfangen. Ich würde es dann aber nächstes Mal so machen, dass wir dann vielleicht mal wieder eine kleine Höhlentour machen. Und diese Höhlentour ist wirklich bitter nötig, weil wir hier nur am Bauen sind. Wir sind ja schlimmer als ein Bauunternehmen. Also wirklich. Ich werde aber trotzdem noch mal kurz die Musik etwas runterschrauben. So, das ist jetzt schon ein bisschen angenehmer, weil ich habe meinen Kopfhörer nämlich nicht ganz so laut eingestellt und ja, da muss man dann immer gucken, dass alle Töne miteinander irgendwie zusammenpassen. So, was wollte ich tun? Ich habe sogar ein leeres Inventar. Das finde ich ja herzallerliebst. Ach ja, stimmt, ich habe ja jetzt hier schon alles so für Witchery und für das andere zusammengeholt. Ja, aber ich habe kein Holz. Und wir müssen auch mal gucken, wie ich mich da erstmal runterbaue. Ich glaube, ich sollte erstmal Leitern mitnehmen. Beziehungsweise, wir sollten erstmal kurz zurücklaufen. Wir müssen nämlich noch einen Elevator bauen. Weil wenn wir den nicht haben, dann ist es doof. Was ich auch sagen würde, wenn wir dann diesen Fahrstuhlschacht nach unten bauen, dass ich dann auch unten wie so eine Fahrstuhlkabine mache. Damit das wirklich wie ein Fahrstuhl aussieht. Was ist das denn? Ist das ein neuer Freizeithut? Sieht so bescheuert aus bei der Kuh. Sieht so ein bisschen aus wie das Outfit von Minnie Maus. Naja, wir lassen die Kuh einfach mal ein bisschen Spaß haben. Clarabella könnte das sein. Ja, genau, so hieß doch die Kuh, Clarabella. Natürlich. So, ich brauche Holz. Holz habe ich nicht so viel da drin. Ich möchte, aber die Kohle möchte ich gerne mitnehmen. Ich weiß nämlich nicht, wie viel Fackeln ich brauchen werde. Das Steak nehme ich mit, das Brot nehme ich mit. Die Schere brauche ich eigentlich nicht, aber die brauche ich jetzt. Hallöchen! Oh, 2 Wolle hast du verloren. Das ist aber genug. Nein, ist nicht genug. Ich brauche noch mehr. Da hinten, da sind... Wo ist sie denn? Ich hatte doch hier mehr Schafe. Ich wollte schon beinahe sagen Schweine. Schweine habe ich hier auch. Hallo Schweinchen. Du hast aber heute Schwein. Ich habe nämlich keinen Hunger. Kommt mir das nur so vor, dass die Musik wirklich ganz schön laut heute? Warte, das werde ich gerade mal testen. Es geht eigentlich von den Soundeffekten. Es kommt mir wahrscheinlich heute nur so vor, weil ich heute wieder so gut höre. Oh, Terra ist fertig. Warte mal, das wollte ich doch auch noch in Betrieb nehmen hier. Warte, das machen wir gleich. Ja, jetzt wird es natürlich Nacht. Das ist ja wieder mal herzallerliebst. Das muss ja so sein. Wenn wir uns draußen bewegen, Anfang der Aufnahme, es muss erstmal Nacht werden, damit wir wieder in unser gemütliches Bettchen springen. So. Auf jeden Fall habe ich jetzt alles zusammen. Die Wolle, wir müssten auch noch eine Enderperle haben. Wenn nicht, ist die dann in unserem Hexenhaus. Naja, und wir müssen da auch noch einen Weg hinbauen. Oh Gott. Hier muss ich mir auch noch was überlegen. Wie ich den Baum, wollte ich schon sagen, wie ich den Weg am besten gestalte. Das ist nämlich auch nicht so ohne weiteres zu machen. Ja. Da ist eine Enderperle. Ich habe mir überlegt, wir haben ja noch ein bisschen Zeit für alles, dass wir die Playlist halt so nach und nach wieder ein bisschen auffrischen werden. Habe ich ja, glaube ich, schon die letzten Male sehr häufig gesagt. Und da wäre es vielleicht doch mal ganz toll, wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr mir die natürlich gerne geben. Da muss ich gucken, ob die zu mir passt, weil ich mache nur eine Playlist, die auch wirklich zu mir passt. Ich habe halt gerne so akustische Musik, im Minecraft zumindest.
oder wenn da ein bisschen Klavier sogar drin ist, das passt einfach zu diesem, ja, zu Minecraft dazu einfach. Vielleicht auch irgendeine Spielmusik, da muss ich dann auch mal gucken, weil ich habe ja doch einen relativ großen Schrank da hinter mir. Da ist ja allerhand drinne. Da ist es dann schon schön, dass ich dann da die Musik halt rausnehmen kann. Ach, warte. Wie war denn das jetzt? Ich glaube so. Warum ist denn das jetzt eigentlich so still? Ist die Musik gerade... ich hätte es beinahe falsch gemacht. Okay, es ist eine Minecraft-Musik, deswegen ist die auch so ruhig am Anfang. 6 Felder ist noch zu wenig. Müssen wir mal gucken, wie tief wir dann runtergehen. 12 Leitern. Ich glaube nicht, dass ich die Leitern brauchen werde. Doch, die brauche ich. Ich muss ja da wieder... Wobei, ich kann mich als Fledermaus verwandeln. Brauche ich denn wirklich Leitern? Eigentlich ja dann nicht, ne? Ich brauche eigentlich nur Fackeln. Und das war's. Naja, den Elevator haben wir. Das heißt also, ich kann jetzt die Wolle erstmal wieder... Ich glaube, ich hatte die hier immer zwischengelagert, ne? Packen wir sie da erstmal rein. Ich muss ja sowieso noch ein paar Mal hin und her laufen. Und dann werden wir da mal anfangen, uns runter zu graben. Ich habe ja noch eine Spitzhacke in Reserve nicht dabei. Ach, naja. Warte. Bevor ich da hinlaufe, mache ich mir noch 2 Spitzhacken mindestens als Reserve. Und ich muss mir Kisten machen. Eisen. Nee, also bei der nächsten Aufnahmesession werden wir auf jeden Fall mal wieder in die Höhle gehen. Das Witzige daran ist, ich habe für die Playlist, also für die Höhlen-Playlist habe ich viel mehr gefunden als für die Tag-Playlist. Ist schon interessant, weil es passt einfach kaum was zur Tages-Playlist. Das hier würde eigentlich, ja gut, das hier passt gerade wieder dazu, ist ja von Minecraft die Musik. Aber bei der Höhle, da findet man einfach viel mehr, was dazu passt, weil das ja mehr so dunklere Musik ist. Und ja, da habe ich natürlich wieder ganz schön was gefunden. Ach, die Tür ist es. Es ist aber auch irgendwie blöd mit dieser Rohwandtür, ne? Naja, mal gucken, wie wir das fortsetzen werden. So, ich habe nicht so viel Platz. Doch, ich habe genug Platz im Inventar, was sage ich denn? Ich werde mich mal hier so irgendwie runterbauen. Mit der Schaufel geht das nicht. Oh, Halleluja. Okay, wahrscheinlich brauchte ich die Schaufel hier nicht. Ich sollte mich vielleicht vorsichtshalber mal in irgendwas Fliegendes verwandeln. Dann kann ich mich nämlich einen Block wirklich in die Tiefe graben. Wobei, wenn da Lava ist, ist das auch nicht schön. Warte. Genau, nehmen wir einfach den Blaze. Dann sind wir zwar ein bisschen größer und wir qualmen. Aber wir kommen hinunter und falls wir in Lava fallen sollten, dann verbrennen wir nicht gleich. Boah, das ist natürlich echt... man sieht es äußerst viel, ne? Ich weiß, dass da irgendwie Erde ist. Und da ist wieder Stein. Ich höre hier auch... Hä? Das ist voll doof. Ich glaube, ich werde mal ganz schnell wieder mich verändern. Das ist ja doof. Dann verwandle ich mich doch eher lieber in eine Fledermaus. Weil dieser Qualm, der geht ein Jahr auf den Senkel. So, wie tief bin ich denn? Reicht das? Eigentlich müsste das reichen. Ich will ja eigentlich nicht zu tief hinunter. Komm, ich grab mich noch 3 Blöcke runter. So. Jetzt sind wir an einer Höhe, wo ich mir denke... Wie viele Blöcke sind wir denn jetzt in die Tiefe gegangen? So. Warte, das geht auch einfacher. Ich konnte mir irgendwie diese Anzeige einblenden lassen. Hier. Da sieht man auch mein Seed, glaube ich. Der wird sowieso nicht mehr richtig funktionieren, weil ich habe ja in der Zwischenzeit die ganzen Updates gefahren. Wir sind auf... Höhe 69. Und da unten sind wir auf Höhe... 39. Ich glaube, das ist tief genug, würde ich jetzt mal behaupten.
Dann machen wir hier nämlich mal. 38er Höhe ist eigentlich gerader. Dann gehen wir hier so. Und jetzt. Das geht nicht. Shit. Ich glaube, das ist zu weit oben. Ich muss das vielleicht mal ausprobieren, wie viel Felder man wirklich beamen kann. Damit ich dann da mehrere hinmachen kann. Das müssen wir ausprobieren. Wie sieht denn das aus, wenn ich 10 Felder runtergehe? Das geht. So. Nächster Versuch. Wie sieht das aus, wenn ich 20 Felder runtergehe? Das geht schon nicht mehr. Ich glaube, das könnten 10 Felder sein, die das hier überbrückt. Wenn ich jetzt genau auf 50 gehe, das geht noch. Also 20 ist zu viel, 19 müsste gehen. Das heißt also, wenn ich jetzt hier auf der Höhe von 50 bin, dann geht das. Aha. Und wenn ich jetzt auf 49 gehe, dann geht's nicht mehr, oder wie? Doch, das geht auch noch. Okay. Muss ich denn so tief runter? Das ist jetzt die große Frage. Eigentlich ja nicht, ne? Ich könnte mir natürlich noch ein paar Etagen machen. Das heißt also, hier unten das kann ich ja erstmal so lassen, den Schacht. Ich mache da aber mal eine Fackel hin, damit man weiß, dass ich da war. Okay, dann 20 Felder tiefer. Nur. Aber das reicht ja aus. So, ich mache jetzt mal die Einblendung wieder aus. Und dann gehen wir mal wieder in den Normalmodus. Achso, und das hier könnte ich ja eigentlich wieder zumachen. So, das heißt also, hier kommen auch wieder die zwei Wolle rein. Jetzt müsste es gehen. Jo, das geht sogar. Ist nur ganz schön duster hier unten. Okay, dann müssen wir uns jetzt mal in alle Richtungen ein bisschen graben. Ich weiß noch nicht genau, wie das im Endeffekt dann aussieht, aber wir müssen ungefähr... Oh, eine Viererhöhe, das wird ja hier ein Ewigkeitsprojekt. Und wir haben ja auch anderen Stein. Also Marmor. Gestein. Na, das wird ja interessant. Und da ist Gold. Nee, Eisen. Oh, Eisen, das nehme ich mir gleich mit. Wir haben zwar noch genug, aber es ist mal schön, wieder ein bisschen Eisen zu sammeln. Vor allen Dingen das... Oh, das ist hier gleich so eine große Ader. Oh, ich könnte heulen vor Freude. Und Aluminium. Aluminium brauche ich doch auch. Oh, ich brauche das alles hier. Das ist ja furchtbar. Jetzt geht wieder dieser Rohstoff... diese Rohstoffsucht geht wieder los. Redstone, das kann mich nicht... Also das kann mich auf jeden Fall nicht locken. Aluminium, oh, jetzt habe ich hier wieder die beiden verschiedenen. Ja, und jetzt kommt dahinter noch Kupfer. Oh, es ist doch doof. Ja, das ist halt hier, wird man relativ zugeschmissen von den Rohstoffen. Das war das, was ich letztes Mal angesprochen habe. Und ich würde mich da eher freuen, wenn ich das mal ein bisschen mehr suchen müsste. Dann könnten wir auch mal wieder so richtige Höhenexpeditionen machen. Aber das machen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall. Also, selbst wenn wir jetzt hier genug Rohstoffe erstmal finden, wir werden trotzdem nochmal loslaufen. Habe ich mir jedenfalls ganz groß vorgenommen. Jetzt ist die große Frage, ja. Dann machen wir das hier erstmal wieder zu. Ich glaube, so viel Stein habe ich noch gar nicht gesammelt. Nö, habe ich auch nicht. Ich habe aber Marmorgestein. Komm, ich will ja hier keine Hohlräume haben. Von daher machen wir das erstmal irgendwie zu. So. Ja, das reicht erstmal hinten und vorne nicht. Ich werde mich, glaube ich, hier erstmal 10 Felder reinbauen in jede Richtung, damit das erstmal quadratisch praktisch gut wird. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 ist bis hier. Ich frage mich, wo diese ganzen Zombie-Geräusche herkommen. Nicht, dass wir jetzt hier unten einen Spawner haben. Wobei, das wäre richtig cool. Oder wir haben da vielleicht einen Minenschacht drunter. Ich darf ja wohl noch träumen, oder? Es ist zwar lange her,